Spaß am Wettkampf und das in jedem Alter. So einfach lässt sich auf den Punkt bringen, was Masters-Schwimmsport bedeutet. Zu den Berliner Kurzbahnmeisterschaften sind rund 600 Sportler in die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark gekommen, um die Besten in ihren jeweiligen Altersklassen zu ermitteln. Dabei ist Masterschwimmen ausdrücklich kein Seniorensport, sondern richtet sich an alle Wettkampfschwimmer ab 20 Jahren. Das war zu Anfang so, dass wir sehr viele Ältere hatten, die oberen Altersklassen immer sehr gut besetzt waren, aber das Loch so in der 20-25 entstand. Im Übergang von der offenen Klasse bis 19 kann man ja offene Klasse schwimmen. Und dann kommt natürlich bei den meisten Ausbildung und Beruf dazu, vielleicht schon Familiengründung. Und da haben die einfach den Absprung nicht mehr geschafft. Und wir haben uns bemüht, denen das ein bisschen schmackhaft zu machen und sagen, ey, bleibt dabei. Dabei geblieben sind auch Annika Goster und ihre Spandauer Wasserfreunde. Die Mitzwanziger kennen sich seit ihrer Leistungssportzeit und stellen die zweitjüngste Mixed-Staffel über 4x50 Meter Freistil. Wir sind eine Gruppe, die früher zusammen eigentlich schon viel geschwommen sind, waren auch schon zusammen auf der Sportschule und dann hat man sich einfach so wiedergefunden in der Trainingsgruppe. Für die Älteren halt, weil man hat ja dann auch nicht mehr so viel Zeit mit Ausbildung, Studium und vielleicht noch einen Nebenjob, ist ja auch wenig Zeit. Und da bietet sich eine Mastersgruppe, die dann eher Trainingszeiten am Abend hat, viel besser an. Und dadurch ist man dann noch wesentlich jünger und ist aber schon bei den Masters. In der Staffel kann Annika dann einen Platz gut machen. Übergibt als Siebte an Björn Ludwig. Und der holt mächtig auf, bringt die Spandauer Wasserfreunde in Front. Eine Vorlage, die sich Schlussschwimmer Erik Schlegelmilch nicht entgehen lässt. Die Siegzeit der Wasserfreunde von 1:50,74 kann sich sehen lassen. Ein Rekord ist sie aber nicht. Den hatte Lenka Neutz zuvor für ihre Mixed-Staffel von der SG Schöneberg nach Hause geschwommen. Auf stolze 280 Jahre bringen es die vier Sportler gemeinsam. Das dürften rund 260 Jahre Schwimmerfahrung sein. Am Ende bleibt die Uhr bei 2:20,55 stehen. Neuer deutscher Mastersrekord. Viel wichtiger als ihr neuer Rekord sind Joachim Schulze bei den Masters aber ganz andere Dinge. Und der Wettkampf bedeutet eigentlich das Wiedertreffen auch der anderen Schwimmkameraden, mit denen man auch früher in der Jugend zusammen war. Und man freut sich immer, wenn sie alle gesund wieder da sind. Und wir haben jetzt ja auch zum Monatsende sind die deutschen Meisterschaften in Hannover. Da werden wir dann auch mitmachen wieder und freut sich dann auch wieder, wenn man alle wieder trifft, mit dem man schon zusammen geschwommen ist und ist eine große Gemeinschaft und macht eigentlich auch wirklich sehr viel Spaß. Eine Gemeinschaft, in der sich auch viele ehemalige Weltklasse-Athleten finden. Wie die Olympiasiegerin von 1988, Manuela Schubert, die damals noch Stellmach hieß. Letztendlich zählt bei den Masters aber nur die Freude am Schwimmsport und am Wettkampf. Hier kann jeder zeigen, was in ihm steckt, getreu dem Masters-Motto: Du bist, was du dir vornimmst.